Christin trifft Satanistin. Wenn es mir nicht gut geht, mache ich mehr so Blutrituale mit Schweineblut mehr. Wie kommt es, dass ihr so ein Interesse an Satan habt? Also ich persönlich, ich finde es einfach cool. Ich mag diese ganze Geschichte mit diesen mystischen Sachen und so. Die strahlen für mich aus, dass die Hilfe brauchen, Digi. Macht mich ein bisschen sad auch. Er hier mitunter. Ja? Ja. Ah, du identifizierst dich als Mann? Ja. Genau. Es ah. ist mit den langen Haaren? Es ist ein weibliches Cosplay. Also die ist eine Frau, identifiziert sich als Mann und verkleidet sich dann als Frau. Ey, ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen wirklich gibt. So, weißt du, wie ich meine? Das ist krass, Digga. Und ich verspreche dir zu 100%, Jesus Christus lebt und er wird dir begegnen. Weißt du, warum du zitterst? Ich fühle mich unwohl. Weißt du, warum? Ah, krass, Digga. Jetzt habe ich gerade selber ein bisschen Gänsehaut. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Liebe geht raus an die ganze Community, ganze YouTube-Community. Danke für die schönen Kommentare immer. Danke für den Support. Wirklich auch auf die Videos. Geil, dass ihr immer schön Kommentare schreibt, die Daumen nach oben fetzt, sodass der Algorithmus supported wird. Liebe geht raus an die ganze Gang. Und zwar war ich gerade am Essen, wollte heute eigentlich gar nicht live gehen, aber hab mir während dem Essen ein Video reingezogen für 3-4 Minuten. Und das hat mich so krass nicht getriggert, aber es hat mir von innen so das Gefühl gegeben, ey, da musst du jetzt sofort drauf reagieren und das werden wir jetzt tun. Das Video heißt Christin trifft Satanistin. Also ist, ja, der Titel verrät schon einiges. Ich glaube, ich muss da nicht viel zu sagen. Wir gehen auf jeden Fall ins Video rein. Könnte an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die Verstöri-Vibes geben, aber wir bleiben trotzdem in unserer Mitte bewusst, stabil und liebend. Und ja, wir gehen rein ins Video. Wie gesagt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Und ab geht's, Langer. Einmal tief durchatmen und los. Hab viele Freunde auch wieder hier mitunter. Ja? Ja. Ah, du identifizierst dich als Mann? Ja. Genau. Ah, okay, aber das ist mit den langen Haaren? Es ist ein weibliches Cosplay. Sag dir ehrlich, das Video, das ist so eine Sache, Alter. Das löst in mir auch so Dings. Am liebsten würde ich die beiden Mädels in den Arm nehmen und sagen, kommt mal her, Mädels. So, hört mal zu. So, einfach Hilfe, weißt du? Die strahlen für mich aus, dass die Hilfe brauchen, Digi. Und ich bin einer, der hilft gerne so. Macht mich ein bisschen sad auch. Creepypasta, Ritualen, Ouija-Bots, Gläserrücken. Dämonen können nicht lügen. Wenn es mir nicht gut geht, mache ich mehr so Blutrituale mit Schweineblut mehr. Es ist... Ja. Weil Satan ist halt eigentlich mehr der Nettere von den beiden. Oh shit. Das ist die Jugend von heute, ne? Wir wollen ja wirklich was da lassen und wir wollen was verändern und dann müssen wir auch darauf reagieren, unseren Senf abgeben, gucken, ob wir hier und da was zu irgendwas anregen kann. Vielleicht sehen die Damen das Reaction-Video sogar und vielleicht kann man da irgendwie helfen, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, deswegen bleibt cool, bleibt schön locker. Weißt du, wie ich meine? Keine Beleidigungen im Chat und so will ich nicht sehen. Wir bleiben cool, wir bleiben harmonisch und ja, wir gehen rein. Wir wollen ein Video über Spiritualität machen und dann hattest du gleich Bock drauf. Ja. Und dann hast du mir deine Kette gezeigt. Was genau bist du? Ich bin so eine, also Satanist, aber nicht ganz. Ich glaube nicht wirklich an Satan. So, ich weiß. Warum machst du das denn, Mädchen? Hast du irgendwo im Fernsehen gesehen? Das wird ja vorgelebt teilweise von den Leuten, so, weißt du? Wie viel teuflische Scheiße haben wir in der Musikindustrie am Start? Wie viel teuflische Sachen haben wir in Filmen und so, dies, das von Hollywood am Start? Weißt du, das prägt diese Mädels so, dass die sich dazugehörig fühlen. Wenn die sowas nie gesehen hätten, dann würden die niemals auf die Idee kommen, sowas zu tun, weißt du? Ihnen existiert aber auch nicht ganz so, glaube ich, an ihnen. Okay, wie kommst du, dass du dich Satanistin nennst? Es hat schon früher so angefangen, wo ich kleiner war. Mhm. Das ist so, ich habe mich viel mit Creepypasta beschäftigt, mit Ritualen, so mit Ouija-Bots und... Sag mir was anderes. Ouija-Brett, Gläserrücken. Ah, okay, sorry, ja. I know. Ja, und meine Mom ist selber so... Und ah, die macht das auch alles? Ja, okay. Sie hat das mal gemacht. Mhm. Ah, krass, okay, Einfluss auch von Familie. Du auch, oder? Ich so eher nicht so viel, also ich war früher auch christlich. Christlich? Aber, ja. Okay. Aber ich habe mich einfach seit in der Zeit, habe ich einfach gesagt, so, nö, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so, weil es einfach so familientechnisch mit und so war. Aber in einer Zeit habe ich gesagt, so, ey,
ich bin da nicht mehr so in der christlichen Rolle so drin und bin eher so mit. Mich würde mal interessieren, wie alt die Mädels sind, ja? Dann ist mehr unterwegs. Wie kommt es, dass ihr ja so ein Interesse an Satan habt? Also ich persönlich, ich finde es einfach cool. Ich mag diese ganze Geschichte mit diesen mystischen Sachen und so. Und auch Horror bin ich absolut großer Fan. Und auch Horrorfilme, Horrorspiele. Ich bin da so in der Horrorphase richtig gerne drin. Hab viele Freunde, auch wie er hier mitunter. Ich weiß nicht, ich kenne ja einige so, aber es sind, man muss echt sagen, das sind vorwiegend Mädels, die sich mit so Horrorfilmen und so und wo die sich das, was, dass die sich das gerne reinziehen, so, weißt du, wie ich meine? Aber ich selber konnte mich damit nie identifizieren, ich habe das nie geil gefunden, im Gegenteil, schon seit klein auf fühle ich gar nicht diese ganzen Horrorfilme und diese creepy Sachen und so, das ist einfach, es ist... löst in mir nichts Positives aus, so, weißt du, und ich bin immer so, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin auf Vibes unterwegs, auf Energien unterwegs und wenn irgendwas in mir negative Energien auslöst, dann muss ich mir das nicht reinziehen, weißt du? Phase richtig gerne drin, hab viele Freunde auch wie sie. Gruseln halt, ja, aber was ist daran geil, sich zu gruseln, Bro? Was gibt dir das? Also wie, inwiefern bringt dich das weiter? Weißt du, wie ich meine? Also, was hast du davon? Er hier mitunter. Er? Ja. Ah, du identifizierst dich als Mann? Ja. Genau. Ah. Du identifizierst dich als Mann, Digga. Mann, ey, die tut mir so leid. Das ist mit den langen Haaren? Es ist ein weibliches Cosplay. Ein weibliches Crossplay. Die identifiziert sich als Mann und das ist ein weibliches Crossplay, Digga. Also die ist eine Frau, identifiziert sich als Mann und verkleidet sich dann als Frau. Ey, ich wusste gar nicht, dass es solche Menschen wirklich gibt. So, weißt du, wie ich meine? Das ist krass, Digga. Was passiert mit der Jugend, Bro? Aus dem A. Okay, aber du bist eigentlich als Mann unterwegs. Ja. Ich hab Bock, einen kleinen Test mit euch zu machen, wenn ihr Bock hättet. Ja. Schafft ihr das, ehrlich mit mir zu sein? Ja. Ja. Mal gelungen in deinem Leben? Ja. Viel zu oft. Was denkt ihr, wie alt die sind? So 14, 15 oder was? Oder was denkt ihr? Nennt man jemanden, der lügt? Boah. Was? Lügt er? Frage. Das ist eine schwierige Frage, echt. Ja. Also wenn ich jetzt viele Lügen erzähle, jeden Tag, 20, 30 Lügen, wie nennt man jemanden, der lügt? Einer sagt, sie trollt doch. Nee, Digga, die meint das ernst, Bro. Ich sehe aber, ich spüre und sehe die Verwirrung in ihr so. Weißt du, wie ich meine? Die gibt mir ein Vibe von, die braucht Liebe. So. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Ja. Habt ihr schon mal gestohlen in eurem Leben? Nee. Noch nie? Nein. Irgendwie einen Film gedownloadet, Serien geguckt, die man nicht hätte sehen dürfen, schwarz gefahren, irgendwas auf der Arbeit mitgehen lassen? Nee, so illegal jetzt Filme geguckt, ja. Ja. Wie nennt man jemanden, der stiehlt? Dieb. Genau. So. Würdest du persönlich sagen, du bist ein guter oder ein schlechter Mensch? Ich kann das nicht so ganz einschätzen von mir selber aus. Ein guter. Würdest du das auch sagen? Also ich kann manchmal ja, manchmal nicht. Kommt immer drauf an. Glaubst du an Gott? Nein. Auch ob. Aber wenn du doch an Satan glaubst, dann glaubst du auch, musst du auch an Gott glauben. Also ist ja, weißt du? An Satan glaubst du nicht an Gott? Ja. Es ist so, ja. Ich glaube mehr an Satan als wie an Gott, weil es hat sich schon so als Kind herausgestellt, so. Ja. Ich glaube mehr an Satan als wie an Gott. Okay, die will, die, also sie. Ich glaube, sie glaubt, dass es ihn gibt, aber sie fühlt sich da nicht zugehörig oder findet den nicht gut, findet Satan besser. Gott sagt halt, liebe deine Mitmenschen, die dich scheiße behandeln, so wie die, behandle die Mitmenschen, die dich scheiße behandeln, einfach gut. Mhm. Und Satan sagt halt so das, behandle die Mitmenschen, die dich scheiße behandeln, so wie die es verdienen. Okay. Und ich finde, was er meint, besser als wie das, was Gott meint. Man sollte niemals nett zu den Menschen sein, die einen scheiße zu einem sind. Aber das heißt, du glaubst trotzdem, dass Gott existiert? Sehe ich anders. Also, bekämpfe Hass mit Liebe, das ist der einzige Weg. Bekämpfst du Hass mit Hass, entsteht nur mehr Hass. Nicht ganz. Okay. Ich weiß, dass er vielleicht so. Ich weiß, dass es eine Form von ihm gibt, ja. Ja. So. Sie ist verwirrt, Bro. Viele glauben an ihn. Ich glaube es jetzt nicht, weil es wurde bis jetzt noch nie wirklich bestätigt, dass er existiert, aber bei Satan wurde es halt schon so oft bestätigt. Echt? Wodurch? Es gibt eine. Er hat verschiedene Formen. Mhm. Zum Beispiel Buffalo, das ist Satan, das ist ein Ziegenmann. Mhm. Er hat eine menschliche Statur, aber einen Ziegenkopf und Füße wie eine Ziege. Hast du schon. What the fuck, Bro? Ich überlege die ganze Zeit, soll ich da jetzt was zu sagen? Aber ich glaube, es ist selbsterklärend, oder? Gesehen? Nicht ganz. Mhm. Noch nicht so wirklich. Du glaubst es.
Also ich glaube auch an Satan, muss ich euch sagen. Es sieht gar nicht so aus, ne? Nee. Aber ich glaube auch, dass Satan existiert. Ich glaube aber dafür auch, dass die andere Seite existieren muss. Weil, also so diese automatische Schlussfolgerung, wenn es Satan gibt, dann muss es Gott irgendwie auch geben. Ja. Und ich finde es voll interessant, was du mir erzählst, was Satan sagt. Und ich finde es auch interessant zu gucken, was sagt Gott und wie gehe ich damit um, was Gott sagt, sozusagen. Also ich glaube, Finsternis, Satan wäre ja der Gott der Finsternis, würde ich einfach mal so sagen. Er ist der König der Hölle. Genau, genau. Wie kann man den feiern, Bro? Und wie ist es für dich zu wissen, dass du dann zu diesem... Einer sagt gerade, was ziehst du dir hier rein? Ich zieh mir ein Video rein, was heißt Christin trifft Satanistin. Bruder, ich finde das interessant zu sehen, wie die Jugend tickt oder was die denken und wie die das rechtfertigen. So, weißt du, wie ich meine? Ich finde, das ist auch wichtig. So, ich will ja auch wissen, mit was die Leute sich beschäftigen und wo die Jugend, in welche Richtung die hingeht. So, weißt du? Und deswegen ziehen wir uns das jetzt hier rein an der Stelle. Ja, mir fällt gerade auf, viel schön... LGBTQ-Flag auch auf der Tasche drauf, war? Wenn ich der Hölle gehörst oder zu dem Bösen, zu dem Nicht-Guten. Also es ist so, viele denken halt, dass Satan nicht so, dass er böse ist, aber... Einer sagt, das ist nicht die Jugend, Digga, das ist ein Teil der Jugend, Bro. Und ich glaube, dass immer mehr Jugendliche genau in diese Richtung tendieren und davon muss bewahrt werden, weißt du, wie ich meine? Stimmt es ja nicht, weil Satan ist halt eigentlich mehr der Nettere von den beiden. Hm. So, Jesus... Gott so sagt, ja. Satan ist eigentlich der Nettere von den beiden. Kann dir nicht ausdenken. Dass du wirklich artig sein musst, um in den Himmel zu kommen. Sagt Jesus das? Ja. Ich kann doch nicht in Kirchen gehen, tatsächlich. Ach Quatsch. Ich kriege, wenn ich, sobald ich in Kirchen gehe, kriege ich Kopfschmerzen oder Panikattacken. Ich hatte letztens eine, da musste ich in der Schule. What the fuck, Bro? Der hat doch ein Kreuz am Ohr. Seht ihr das? In eine Kirche gehen. Ich habe eine Panikattacke bekommen, weil ich keine Luft drin bekommen habe. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Es hat sich... Viel im Kopf, denke ich mal, Einbildung so. Oder ist es halt wirklich Gott, der sagt, ey, wach auf. Ich glaube mehr daran, dass es eine Bestrafung quasi von Satan, von Gott war, dass ich als Satanist in eine Kirche gegangen bin. Glaubst du, Gott bestraft dich? Ja. Dadurch, dass ich Sachen mache mit spirituellen Sachen, die ihm nicht gefallen, so wie... Mit Geistern. Aber dann, du gehst in deinem Herzen... Da finde ich jetzt auch so ein bisschen, da muss man eingreifen, weil dadurch, dass ich Sachen mache mit spirituellen Sachen, dann nimmt ihr das Wort Spiritualität und sagt, das gehört zum Satanismus dazu. Das ist eine Sache, wo man aufpassen muss. Viele Leute, Dicker, denken falsch, weißt du? Die denken, Spiritualität hat irgendwas mit irgendeinem Teufelsscheiß zu tun und das hat nichts mit Religion oder mit Glaube zu tun. Aber wenn du religiös bist und... betest, dann ist es ein spirituell, das ist auch eine Spiritualität, das ist deine Verbindung mit dem, was höher ist, so. Du kannst spirituelle Rituale auch dafür nutzen, um dich mit dem Negativen zu connecten und mit diesen Sachen, an die die glauben, wo ich nicht so viel Ahnung habe, weil ich mich damit nicht beschäftige, aber genauso kannst du spirituelle Sachen machen, um dich mit dem Göttlichen zu connecten und das darf man nicht so, so hinstellen, als ob das nur zu dem einen gehört, weißt du? Finde ich wichtig. Dass es Gott gibt, das will ich dir kurz spiegeln. Aber es so, klingt für mich sehr so, als würdest du wissen. Ich weiß schon, dass er. Ich habe eine Zeit lang bis 2019 wirklich an ihn geglaubt. Ja. Aber dann hat sich das halt alles zum. Hattest du eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt? Ja. Und dann hat es aufgehört. Nachdem. Wie kam es, dass du dich von ihm abgewendet hast? Es war so, ich habe mich nicht wirklich wohl bei ihm gefühlt. Mhm. Woran lag's? An seine Aura. Die war nicht ganz sehr gut für mich. Glaubst du, dass was in der Bibel steht? Nein. Also aber du glaubst das, was Satan sagt? Es gibt eine satanistische Bibel. Ich weiß, ja, ja. Und der glaubst du mehr? Ja. Satan kann nicht lügen, er ist ein Teufel. Dämonen können nicht lügen. Mhm. Okay, ich möchte dir erzählen, was ich glaube. Digga, ist krass, Mann, Alter, wie du als Jugendlicher in so einen Pfad, also ich hoffe echt von ganzem Herzen, dass dieses Mädchen irgendwann nochmal zurückkommt, so. Und Liebe bekommt in ihrem Leben und dann anfängt wieder normal zu sein, so, weil das ist einfach nur traurig, finde ich. Ich finde, das berührt mich auch ein bisschen. Und zwar wird ich kenne die Bibel und ich kenne Satan ja auch, weil ich eine Zeit lang zu ihm gehört habe. Und ich weiß, dass Jesus zum Beispiel im Wort Gottes, also in der Bibel, sagt er, dass der Satan der Vater der Lüge ist und der Satan gekommen ist, um Wahrheit zu verdrehen, sozusagen. Das Witzige ist, er kann nicht lügen dadurch, dass er ein Teufel ist. Mhm. Dämonen können nicht lügen. Die lügen dann... es werden die bestraft mit dem Tod. Das glaubst du, ne? Und was ist, wenn du jetzt eine Lüge glaubst? Also Satanisten zum Beispiel glauben ja auch an, wie sagt man, an Karma. Deswegen reden die auch und zeigen auch, also gerade auch diese
haben wir uns auch mal mit beschäftigt. So, die glauben daran, dass die, wenn die gewisse Pläne haben, dass sie das auch irgendwie mit der Öffentlichkeit teilen müssen. Deswegen kommen auch immer wieder solche satanischen Geschichten noch raus in der Öffentlichkeit, weil die an Karma glauben und das dann quasi machen müssen. So. Aber Lügen ist ja auch ein bisschen was anderes. So. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, das gehört doch mit dazu zum Satanismus, dass man lügen muss, oder? Würdest? Dann wäre es halt so. Kann man nichts gegen machen. Kennst du einen Menschen, der von sich behauptet, Wahrheit zu sein? Nee. Es gibt einen Menschen und das ist Jesus Christus. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Der Teufel kommt, um zu zerstören, um zu verdrehen, so, aber ich bin gekommen, um dir ewiges Leben zu geben. Ich glaube, Jesus Christus liebt dich. Nee. Ich glaube, ja. Nee. Egal, was du gemacht hast und egal, wie sehr du dich in die Fänge Satans begeben hast, ich glaube, der Herr liebt dich. Bald satanistisch konfirmiert. Ja, ja, ja. Weißt du was? Und das geht für euch beide. Ihr beide könnt nichts tun, dass Gott euch nicht liebt. Nichts auf der Welt kannst du tun. Du kannst mit Satan dich... Du kannst immer wieder zurückkommen zu Gott. Das ist ja das Schöne an Gott quasi so, dass er dich immer mit offenen Armen empfangen wird. Selbst wenn du teuflische Scheiße gemacht hast oder Dinge getan hast, wo du selber wusstest, dass die nicht gut sind. Wenn du wirklich von ganzem Herzen und wirklich in dir selbst die Dinge bereust und Rechenschaft dafür ablegst, indem du dir sie eingestehst und sagst, es tut mir leid, dann kannst du immer wieder zurück ins Göttliche reinkommen. So, immer. Du kannst Satanistin werden. Jesus liebt dich so sehr, dass er sagt, ich liebe dich so sehr, ich gehe für deine Schuld ans Kreuz. Das Problem ist, Wer ist die Rechte? Und der Burda Klaus sagt, Jasmin Neubauer, Liebe zur Bibel auf Insta. Er ist nicht für die Menschen ans Kreuz gegangen. Er ist für sich selber ans Kreuz gegangen, damit die Menschen ihn ehren. Ehren, damit er geehrt wird. Was sagst du zu Johannes 3, Vers 16, wo steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass diese Welt nicht gerichtet werde, sondern das ewige Leben. Das ist halt so, ja, okay, das ist jetzt halt aus der Bibel zitiert. Ich würde anders mit ihr argumentieren, weil ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist, sondern ich glaube, dass Jesus ein heftiger Mensch trotzdem war, ein Prophet quasi, der auf der Welt gewandelt ist und eine Connection hatte zum Göttlichen und damit auch dann quasi Gottes Wort wiedergeben konnte, weil er diese Connection mit Gott hatte. Aber ich glaube jetzt nicht 1:1 an die Bibel und ich glaube auch nicht, dass Jesus quasi Gottes Sohn ist, so. Aber ich finde es gut, dass sie versucht, wenigstens einen Einfluss drauf zu nehmen. Ich würde ihr jetzt halt auch versuchen, so ein bisschen Moral einzutrichtern und so ihr bewusst zu machen, dass das Gute der richtige Weg ist. Jesus Christus ist gestorben, weil er dich liebt. Das steht in der Bibel. Ja, ich habe die Bibel auch gelesen, aber nein. Ich glaube nicht so an der... Du willst das nicht glauben, kann das sein? Ich kann es nicht glauben. Weil du dich nicht für würdig erachtest, oder? Ja. Aber du bist es. Du bist wertvoll. Und alles, was dagegen angeht oder alles, was dir sagt, du bist nicht wertvoll, ist Lüge. Satan lügt dich an und sagt, du bist nichts wert. Satan. Ich glaube, die zwei Mädels könnte man jetzt besser überzeugen mit, wenn du jetzt nicht so wenn du ihr jetzt, weil, weißt du, wenn du jetzt nicht, weil das ist jetzt halt zwei Extreme prallen aufeinander. Jemand, der halt 1:1 an die Bibel glaubt und alles glaubt, was da drin steht, und jemand, der halt Satanist ist. So, das ist, die Gegensätze sind extrem. Ich glaube, um diese Dame da zu überzeugen, müsste man ein bisschen neutraler an die Sache rangehen. Ich glaube, wenn du so Wörter wie Jesus und Bibel damit reinwirfst, dann wird die direkt dagegen gehen von Anfang an. Weißt du, wie ich meine? Und sagt, du hast es nicht verdient. Psalm 139, ich kenne dich, ich habe dich gemacht. Ich bin ein Satanskind schon. Weißt du, wir sind... Ich bin ein Satanskind schon, scheiße. Satanskinder. Weil Jesus sagt, keiner ist gerecht. Keiner ist gut. Ihr alle seid Kinder des Teufels. Allein die Begegnung mit Jesus macht dich zu einem Kind Gottes. Es ist sogar Fakt, dass Jesus hat Satan von Himmel runtergestürzt. Er hat ihn mit Absicht runtergeschmissen. Weißt du warum? Damit er Gleichgewicht hat. Aber weißt du warum? Warum ist Satan aus dem Himmel geflogen? Weil er... Ja... ein gefallener Engel ist. Was hat er getan? Kennst du die Geschichte? Ich habe die noch nicht ganz durch. Er hat sich über Gott erhoben. Ja. Er wollte Gott sein. Es gibt einen Gott. Und der Engel hat gesagt, ich möchte sein wie du. Ich will die Ehre. Und er ist aus dem Garten gekommen. Weißt du, was der Teufel im Garten Eden gemacht hat? Der Satan im Garten Eden hat die Frau verführt. Lilith. Bei euch heißt sie Lilith, ne? Lilith, sie heißt allgemein Lilith. Sie ist die Königin der Dämonen. Königin der Dämonen? Ja. Was für eine Scheiße. Ich hab davon auf jeden Fall mal gehört. Lilith hat sich freiwillig an Satans Seite gelegt.
wird ihn für immer ehren und beschützen, an seiner Seite bleiben. Satan hat ein Ziel, dich zu zerstören. Nein, Satan tatsächlich, er baut mich mehr auf, als mich zu zerstören. Warum machst du das fest? Ich mache das zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, mache ich mehr so Rituale, zum Beispiel Blutrituale, also nicht jetzt mit echtem Blut, sondern mit... Ach du Scheiße! Keine Blut mehr? Wer erlaubt dir das? Was sagen deine Eltern dazu? Ah, die hat ja gesagt, dass ihre Eltern auch teilweise in diese Richtung tendieren. Sowas muss... Ich mach Blutrituale, sagt die Bro. Es gibt auch Dämonenrituale, wie man ihn beschwören. Es gibt auch Engelskarten, mit denen kannst du ihn beschwören. Und dann brauchst du halt schwarze Kerzen dazu. Oder halt Blutkerzen. Aber das gibt dir vielleicht für den Moment was, aber macht es deine Seele wirklich frei? Fühlst du dich, du hast gerade zu mir gesagt, fühlst dich nicht geliebt, du fühlst dich nicht... Ich fühle mich tatsächlich nicht, wenn ich an... Ich fühle mich tatsächlich an in Kirchen nicht wohl. Mhm. Oder jetzt, wenn ich an Gott... Boah, das ist hart. Das ist hart. Ruf mal beim Jugendamt an, ja, ne? Sollen wir mal kurz anrufen, Digi? Das wäre echt ein Fall fürs Jugendamt, ich schwör's dir, Digga. Sowas darf eine Gesellschaft gar nicht zulassen, dass sowas existiert, weißt du? Man müsste ihr helfen. So jeder, der so und nicht fertig machen, nicht beleidigen und so, weil so treibt man die immer nur noch weiter in diese negative Richtung rein, weißt du? Man müsste sie in den Arm nehmen, gut behandeln, Liebe geben, dies, das, versuchen, von guten Dingen zu überzeugen und langsam dann wieder in die Normalität reinholen, so. Aber das ist kein Einzelfall, meine lieben Freunde. Da sage ich euch so, wie es ist. Diese neue Generation driftet immer mehr ab und die sucht immer mehr Identität in irgendwelchen Dingen, die nicht normal sind, in Anführungszeichen. Die identifiziert sich als Mann, Digga, und macht ein Crossplay und verkleidet sich als Frau, ist Satanistin, macht Blutrituale, Digga. Zieh dir das mal rein, weißt du, wie ich meine? Guck mal, was passiert ist und was denkt ihr, woran das liegt so? Ich bin überzeugt davon, dass diese ganze Agenda, die aktuell gepusht wird, hundertprozentig damit zu tun hat und dass die Jugend immer mehr Identität verliert und immer weniger sich noch mit dem traditionellen Menschsein identifizieren möchte, sondern da ausbrechen will, weißt du? Und das ist einfach eine gefährliche, sehr, sehr gefährliche Entwicklung, meiner Meinung nach. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe mich schon immer nicht wohl gefühlt in Kirchen, schon immer nicht. Weißt du, Jesus möchte nicht in Kirchen wohnen, Jesus möchte in dir wohnen. Er wohnt nicht in Gebäuden, sondern er wohnt in Menschen. Ja. Das ist Jesus. Jesus wohnt zum Beispiel in mir. Ich habe Jesus kennengelernt vor 6 Jahren höchstpersönlich. Ich weiß, Satan wollte mich kaputt sehen. Dann ist Jesus mir begegnet, seitdem bin ich frei. Ich habe keine Suizidgedanken mehr und ich lebe in Freiheit. Vollkommen, Jesus möchte deine Ketten brechen und lösen. Er ist der Herr der Welt und er ist das Licht dieser Welt und er ist gekommen, um Finsternis zu zerstören, ja. Licht wird immer gegen Finsternis kämpfen, sein Leben lang. Satan wird alles versuchen, um dich von Jesus fernzuhalten. Glaub mir, Satan ist attraktiv. Satan will... Das stimmt, diese teuflischen Sachen. Man sagt ja auch, der Weg des Teufels ist breit. Weißt du, den Weg des Teufels zu gehen ist einfach und du wirst mit Erfolg, mit Geld, mit Reichtum überhäuft werden, wenn du den Weg des Teufels gehst. So. Die Frage ist nur, bist du im Herzen und in deiner Seele wirklich glücklich, Digga? Der Gottesweg ist, das sagt ja auch die Bibel und da stimme ich auch zu. Ich stimme übrigens auch vielen Teilen aus der Bibel zu. Ich bin kein kompletter Bibelskeptiker, so, aber es gibt natürlich Teile und wie die Bibel entstanden ist, wo ich sehr skeptisch bin, aber es gibt viele schöne Sachen und viele Dinge, an denen man sich gut orientieren kann. Der Weg von Gott ist eng und schmal und der ist steinig, weißt du, wie ich meine? Der ist nicht so einfach wie der Weg vom Teufel, aber der Weg von Gott bringt dir Glückseligkeit und dass du dich gut fühlst und dass es deiner Seele gut geht und dass du Glückseligkeit erlangst, Digga. Und das ist eigentlich das, was wir alle erreichen möchten, so. Dieses ganze Materialistische, was ja dieser Teufelsweg auch mit sich bringt, so, das macht dich am Ende nicht glücklich. Wie viele reiche Milliardäre, Millionäre, Menschen mit Fame und so gibt es, die aber hinter der Fassade, also hinter dem, was die Öffentlichkeit sieht, brutal unglücklich sind und keinen Anker im Leben haben und nichts haben, was sie wirklich glücklich macht. So. Da siehst du, dass dieses Materialistische macht dich nicht automatisch glücklich. Auf keinen Fall. In der Bibel als Engel des Lichts genannt, weil er eine gewisse Attraktivität mitbringt. Aber Gott ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Der Satan kommt, um zu verdrehen. Der macht dir das weiß. Der sagt so, ey, ich bin schön. Bei mir kriegst du Ruhe. Bei mir kriegst du Frieden. Aber eigentlich macht er deine Seele kaputt. Er hat... Jesus ist daran schuld, dass er Frauen getötet hat. Wer jetzt? Jesus ist daran schuld, dass Frauen gestorben sind, lebendig verbrannt worden, die keine Hexen waren. Weil die, sobald die sich nur mit guten Kräutern ausgekannt haben oder orangen Haare hatten, die wurden sofort als Hexen.
dargestellt. Aber das ist das wegen Jesus ist dann schuld. Doch, er hat es damals schon gesagt. Alle, die er hat, bevor er dann ins Kreuz gegangen ist, hat er gesagt, alle Frauen, die orangen Haare haben oder sich gut mit Kräutern auskennen, die müssen verbrannt werden. Aber diesen Vers gibt es nicht in der Bibel. Diesen Vers gibt es nicht in der Bibel. Ja, das ist aber auch zu Recht so, weil er es nicht möchte, dass Menschen es erfahren, dass er dran schuld ist. Guck das Ende letzten 5 Minuten. Die Bibel ist fertig abgeschlossen und von Gott inspiriert. Alles, was drin steht, ist Wahrheit. Ja. Das ist eine Aussage, der ich widersprechen würde. Sage ich dir ganz genau so, wie es ist, weil die Bibel, wie die entstanden ist, leider, Dicker. Ich glaube, große Teile sind auf jeden Fall gut, aber die Bibel, wie sie entstanden ist, ist von Menschenhand entstanden. Weißt du? Das waren Menschen, die sich hingesetzt haben und aus allen heiligen Büchern entschieden haben, welche reinkommt, welche nicht, welche Zeilen reinkommt, welche nicht. Und dann gab es sogar noch jemanden, der alles überprüfen musste, dass die Geschichten zueinander passten. Und trotzdem gibt es noch sehr viele Widersprüche in der Bibel. Deswegen, das zu sagen, ist auch eine Sache, wo ich sage, nee, weißt du? Das ist nur meine eigene persönliche Meinung, meine lieben Freunde. An alle christlichen Brüder und Schwestern, fühlt euch davon nicht auf den Schlips getreten. Ich liebe euch trotzdem. Jesus sagt, der Satan kann auch gut lügen. In Johannes 8, Vers 44 steht, der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Satan verdreht Wahrheit. Das Witzige ist, er kann nicht lügen. Ja, er kann lügen. Er kann nicht lügen, weil er ein Dämon ist. Soll ich dir mal einen Fakt über Satan erzählen? Ich kenne ihn ja auch sehr gut. Er kann nichts anderes als lügen. Er hat noch nie die Wahrheit gesagt. Er hat Jesus in der Wüste versucht und hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier runter. Ich gebe dir die ganze Welt. Satan verspricht dir diese ganze Welt. Aber eigentlich will er deine Seele stören. Alles, was er will, ist, dass du stirbst. Das Problem ist, er baut mich mehr auf als Gott. Ich glaube, dass das ein Gefühl ist, was du hast, aber nicht der Wahrheit entspricht. Weil es gibt einen, der sagt, ich bin Wahrheit und das ist Jesus Christus. Hm. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder soll dran glauben, was glaubt. Ja. Und dennoch, ich glaube einfach, dass du sehr wertvoll bist. Ich glaube, du bist unheimlich wertvoll, du bist unheimlich geliebt und Gott hat sich was dabei gedacht. Als du im Bauch deiner Mutter warst, hat Gott es so entschieden, ich will dich in diesem Leben, weil ich dich liebe. Und auch übrigens. Das ist das, was Jesus dir heute sagen möchte. Ich liebe dich, komm zu mir nach Hause. Nee, ich komme sowieso in die Hölle schon. Weißt du was? Jesus ist keine Sünde zu groß und keine zu klein. Seine Arme sind immer offen für dich. Seine Arme. Ich glaube eher weniger. Bitte? Ich glaube eher weniger, dass er mich da oben haben will. Er will dich auf jeden Fall. Deswegen rede ich gerade mit dir. Okay, wir haben uns das jetzt mal reingezogen. In den letzten 5 Minuten hat der Bruder gesagt, ziehen wir uns die letzten 5 Minuten rein. Das ist ein bisschen zu viel jetzt hier gerade. Beziehungsweise man hat ja schon gemerkt, was da abgeht. Und geben wir uns die letzten 5 Minuten. Ab wo geht's denn los? Hier 18 Minuten oder was? Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Er ist verblutet für dich. Wie gesagt, ich will deine Seele heilen. Bei ihm ist Heilung zu finden. Wahre Heilung, Wiederherstellung, die du dein Leben lang niemals bei Satan finden. Egal, was du gemacht hast. Und du kannst dir niemals sagen, ich habe schon so viele schlechte Sachen in meinem Leben gemacht oder war schon mit Satan unterwegs. Jesus macht dich frei. Weißt du warum? Weil Jesus hat Satan schon vor 2000 Jahren besiegt. Satan ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Die einzige Aufgabe von Satan ist, jetzt sein Unwesen zu treiben hier auf dieser Welt. Mehr will Satan gar nicht. Der ist sowieso verloren. Er will nur die Menschen hier zerstören. Und das schafft er auch. Aber nicht nur dich, sondern alle Menschen, die hier rumlaufen. Das siehst du nur nicht. Also Menschen beten Satan automatisch an oder beten sich selber sogar an. Das hast du überall. Für Jesus ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Jesus will nur dein Herz. Er sagt nicht, du musst das und das leisten. Ich will das von dir. Das wird niemals der Fall sein. Jesus verlangt nichts von dir, außer zu sagen so, glaube an mich. Ich liebe dich, ich reiche dir meine Hand. Egal, was du gemacht hast. Es ist keine Sünde zu groß oder zu klein, dafür dich zu retten. Er will dein Herz. Alles, was er will, ist dein Herz. Und er will dich wiederherstellen und heilen. Und er will dich frei machen von Satan. Und dann kommst du in deine wirkliche Berufung. Dann kommst du in deine wirkliche Gegner. Und ich würde so gerne mit dir das Experiment machen, wenigstens nachzufragen, Jesus, wenn es dich gibt und wenn du wirklich mein Herz heilen kannst, dann begegne mir. Und ich verspreche dir zu 100%, Jesus Christus lebt und er wird dir begegnen. Zu 100% wird er dir begegnen. Weißt du, warum du zitterst? Ich fühle mich unwohl. Weißt du, warum?
Ah, krass, Digga, jetzt habe ich gerade selber ein bisschen Gänsehaut. Ich Wahrheit in dein Leben spreche. Das ist. Ich spreche Wahrheit in dein Leben. Ich fühle mich sehr unwohl gerade. Ja. Boah, krass. Was passiert hier, Digga? Ist das Ding, Alter? Ist das real, Bro? Weißt du warum? Weil Lüge rebelliert, wenn Wahrheit kommt. Wenn der Herr. Man merkt, ihr fühlt Liebe. Ja, safe, Digga. Safe, safe. Kommt mit seiner Kraft, dann rebelliert Lüge. Lüge will raus jetzt. Lüge will raus, weil Jesus kommen möchte. Und wenn Jesus mit seiner Kraft kommt, wenn Jesus mit seiner Power kommt, dann will Lüge. Lüge kann nicht bestehen. Sie treibt Dämonen aus ihr aus, Bro. Wenn Wahrheit kommt. Licht kommt jetzt. Jetzt kommt gerade Licht. Und Satan will das nicht. Der kämpft dagegen an. Deswegen fühlst du dich gerade unwohl. Jesus liebt dich und er ist jetzt hier mit der Kraft des Heiligen Geistes und er will dich freimachen. Krass. Und Satan kämpft dagegen an. Es ist ein Kampf gegen Gut und Böse. Wir haben das. Wow, Digga, die fängt an zu heulen. Nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun, sondern mit finsteren Gewalten, die gegeneinander kämpfen. Licht kämpft jetzt gerade gegen Finsternis und das spürst du jetzt gerade. Es ist real. Ich glaub dir das. Weißt du, Satan in dir merkt, dass jetzt gerade was kommt und das heißt Licht und Satan rebelliert. Die Worte sind stark. Ja, safe, Digga. Die hat schon auch was Emotionales, ne? Mich berührt die gerade auch ein bisschen. Problem ist, ich hab schon einen Pakt mit einem Dämon. Das ist das. Das jeder Pakt kann zerstört werden. Nein, kann es nicht. Jesus bricht alles. In Jesu Namen ist alles gebrochen jetzt. In Jesu Namen ist jetzt alles gebrochen, was dich packt. In Jesu Namen ist alles zerstört, was dich packt. Jede Kette, die dich bindet, jede Macht, die dich in Ketten legt, ist gebrochen. Kein Pakt dieser Welt reicht. Ist so schwer für Jesus zu durchtrennen. Der hat schon gesiegt. Es ist nicht so, dass Jesus das schwerfällt, sondern Jesus sagt, ich habe den Satan besiegt. Er ist gebrochen. In Jesu Namen bist du frei, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihn annimmst, ist jeder Pakt mit dem Teufel gebrochen. Der Teufel muss weichen, wenn Jesus kommt. Wenn die Kraft Gottes kommt, wird alles, geht alles weg. Es geht raus aus dir in Jesu Namen. Es hat keine Macht. Jesus macht dich frei. Nur der Name Jesus hat die Kraft, dich zu befreien. Kein anderer Name macht dich frei. Oha, was geht hier ab, Digga? Das Gespräch endet an dieser Stelle leider abrupt, wie in der Geschichte steht, haben wir jetzt hier in der geistlichen Welt zu tun. Licht und Dunkelheit vertragen sich nicht miteinander. Bitte denkt an die Worte der ersten Folie und bleibt respektvoll. Wir haben es trotzdem geliebt, mit den beiden lieben Mädels zu sprechen. Ey, krass, sie konnte nicht mehr. Exorzismus, Alter. Da werden die Dämonen ausgetrieben, Bro. Wow, Digga, heftig. Das Ende war schon krass. Crazy, Mann. Das war ein heftiges Video, Digga. Ach du Scheiße, Bro. Was haben wir uns hier gerade angeguckt, ja? God damn. Guck mal, da bin ich auch hart, Digga. Boah, Digga, der Schweißfleck war noch nie so intensiv, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Was? Heftig, Digga. Heftig, Bro. Boah, ich habe ja genug Senf schon abgegeben, glaube ich, zum Video. YouTube, schreibt eure Gedanken zu dem Video gerne unten in die Kommentare rein. Liebe geht raus an die ganze Community. Ey, wer weiß, vielleicht hat man was in dem Mädel ausgelöst, sodass sie vielleicht weg von diesem Teufelsscheiß kommt, so.